Ich zeige dir in diesem Video, wie du in Logic Pro perfekte Blechbläser- und Streicherparts generierst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Seit Version 10.5 haben wir Logic User Session Strings und Session Horns mit dazu bekommen. Das heißt, wir haben unsere eigenen Studio-Streicher und Studio-Blechbläser. Die große Frage ist jetzt, können diese geschenkten Software-Instrumenten-Plugins mithalten mit Plugins von größeren Firmen wie zum Beispiel Vienna Sound Orchestra oder Native Instruments? Ich behaupte, ja, die können ziemlich gut mithalten und ich gebe dir jetzt im Praxisvideo viele Tipps, wie du realistische Streicher und realistische Blechbläser für deine Produktion programmieren kannst. Okay, wir sind im Projekt und ich habe auch schon eine Instanz von Studio Horns geöffnet. Du siehst das Fenster hier, das Plugin ist super übersichtlich, die Oberfläche. Du hast hier rechts Feineinstellungen, die eigentlich selbsterklärend sind. Du kannst hier zum Beispiel die Klicks, wenn die Bläser auf die Tasten drücken, oder nennt man das Tasten bei Bläsern, ein bisschen lauter machen. Du kannst einen Autovibrator einschalten, insgesamt das Volume und so weiter. Das ist eigentlich eher selbsterklärend und jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Was viel spannender ist, sind hier die einzelnen Sektionen und die einzelnen Instrumente. Ich lasse es jetzt einfach mal gerade direkt so eingestellt in der Grundeinstellung und wir hören mal direkt rein, wie das denn jetzt so klingt, diese Studio Horns, einfach so ohne direkte Vorbearbeitung. Und jetzt erstmal, wenn man gar nichts dran macht, dann klingt die Sache ein bisschen MIDI-mäßig und ein bisschen langweilig. Deswegen ist der erste Tipp, den ich dir geben kann, um das zu verändern, ein kleines Reverb dazu zu schalten. Ich nehme ganz gerne das Chroma-Verb hier in Logic mit einem Decay von 2,2 Sekunden, habe ich jetzt dafür einfach eingestellt. Und ich nehme hier das Preset Concert Hall. Und wenn wir jetzt nochmal spielen, wirst du schon einen massiven Unterschied feststellen. Wahnsinn, was so ein kleiner Hall hier schon bewirken kann. Also jetzt klingt die Sache schon wesentlich besser und es klingt wesentlich realistischer. Der zweite Tipp, den ich dir geben kann, ist, du hast jetzt vielleicht festgestellt, es klingt so ein bisschen pappig insgesamt, so ein bisschen clustermäßig der Sound und so ein bisschen einheitsbreimäßig. Und der zweite Tipp ist, dass du hier Auto-Voice-Split einschaltest. Und damit splittet das Plugin automatisch, wenn du Akkorde greifst, die einzelnen Töne einzelnen Instrumenten zu, und zwar so, wie es so eine Section am besten spielen würde. Ich habe mir jetzt hier die Jazz-Section rausgewählt. Wir hören uns gleich auch nochmal die Einzelinstrumente an. Und wenn ich jetzt nochmal das Auto-Split-Voice ausschalte und zwei Akkorde spiele und es dann anschalte, wirst du sofort hören, was ich meine. Auto-Split an. Ja, also die Sache ist wesentlich differenzierter und du hörst auch die einzelnen Instrumente viel genauer raus. Spielen wir mal ein bisschen. Und ich finde, jetzt klingt die Sache schon richtig gut. Also du hörst die einzelnen, du hörst das Saxophon raus, du hörst die Trompete raus, du hörst die Posaune raus. Und so klingt die Sache schon wirklich sehr, sehr realistisch, finde ich. Schauen wir uns als nächstes mal die Einzelinstrumente an und hier auch die Artikulationsmöglichkeiten. Du kannst jetzt natürlich hier auch nur ein Saxophon rauswählen. Und jetzt schauen wir uns mal die Artikulationsmöglichkeiten an, die auch super interessant sind. Du kannst zum Beispiel Staccato machen, also dass sie nur sehr, sehr kurz spielen. Wir können Expressive Medium machen, das ist, dass der Akkord anschwillt oder dass die Bläser dann stärker reinblasen zum Ende hin des Akkords. Du kannst False spielen. Wir können auch das Gegenteil machen, also dass sie nach oben ziehen. Und wir können sie shaken lassen.
Also wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und wenn du ein bisschen Hall dazu gibst oder so ein Konzerthall von so einer Konzerthalle, klingt das Ganze nochmal wesentlich realistischer. Schauen wir uns jetzt mal die Studio Strings an. Auch die sind vom Interface her relativ ähnlich aufgebaut. Du hast auch verschiedene Artikulationsmöglichkeiten. Du hast verschiedene Ensembles. Und ich finde auch, die klingen richtig gut. Ich habe hier das Chroma Verb nochmal reingeladen, weil sie auch ohne Hall sehr trocken klingen. Ja, jetzt mit Hall. Und es ist auch ein sehr transparenter, schöner, sauberer Klang. Auch hier schalte ich den Auto-Voice-Split ein. Und wir probieren auch hier mal ein paar Artikulationen. Was spannend ist, ist zum Beispiel Forte Piano Fast. Das heißt, die streichen laut an und werden dann leise. Zum Beispiel. Oder wir können nehmen Pizzicato. Also wenn Sie die Saiten zupfen, die Streiche, und nicht mit dem Bogen streichen. Wir können Trills spielen. Und wir können ein Tremolo spielen, auch sehr gut für Filmmusik geeignet. Okay, so weit, so gut. Aber was ist jetzt, wenn du eine Performance hast, in der du die einzelnen Artikulationsmöglichkeiten mischen möchtest, und wie kannst du das schnell umsetzen? Also du hast jetzt zum Beispiel einen Song geschrieben und du möchtest da Streicher im Hintergrund haben. Du möchtest aber, dass sie einmal Pizzicato spielen oder Staccato. Du möchtest einmal, dass sie Sustain spielen, oder du möchtest einmal, dass sie Forte Piano spielen. Wie kannst du das jetzt schnell umsetzen? Diese Frage habe ich öfter gestellt bekommen und deswegen machen wir das jetzt mal. Ich habe hier schon was vorbereitet. Ich habe hier diese String-Session hier eingespielt und in dieser Session hier habe ich nur Sustain gewählt. Das ist die Artikulation. Also es ist alles über die Artikulation Sustain eingespielt und das klingt dann so. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es schlecht klingt, aber es klingt nicht wirklich realistisch. Denn hier bei diesen kurzen Anschlägen oder kurzen Tönen möchte ich schon auch die richtige Artikulation, also dass sie Staccato spielen. Hier vielleicht eher Sustain oder Forte Piano und hier hinten dann Sustain, klar, weil sie sehr, sehr lange spielen. Und das geht in Logic jetzt wirklich sehr einfach. Und zwar kannst du dir einfach Artikulationssets anlegen und die kannst du sehr schnell innerhalb des Piano Roll Editors umschalten. Finde ich wirklich genial gemacht. Wir gehen mal hier auf Mehr. Nein, wir gehen hier unten auf Spur, so rum. Und jetzt siehst du hier unten Artikulationsset. Und wir können jetzt Artikulationssets einstellen. Ich nehme mal hier für Studio Strings. Und ich habe jetzt hier String Ensemble gewählt. Und jetzt siehst du, dass du hier Artikulation hast, dass das hier im Infofenster mit dazukommt. Und alles, was du jetzt noch machen musst, ist die entsprechenden Noten der entsprechenden Artikulation, die du haben möchtest, zuzuweisen. Also ich habe gesagt, für die kurzen Noten hier, die markiere ich jetzt einfach alle und ich halte die Shift-Taste gedrückt, dass ich jetzt hier gleich alle kurzen markieren kann. Und denen weise ich jetzt zu, Spizzicato, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, das ist noch ein bisschen kürzer als Staccato. Dann möchte ich für die hier, für die etwas längeren, Forte Piano haben. Forte Piano ist ja Forte Piano Fast, nehmen wir mal. Und hier hinten möchte ich einfach Accented Sustain, also dass sie laut anschlagen und dann ein bisschen leiser werden. Hören wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Und so hast du dir innerhalb von kürzester Zeit realistische Streicher programmiert. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wie findest du diese beiden Software-Instrumenten-Plugins von Logic? Arbeitest du mit ihnen? Wendest du sie an? Oder sagst du, nee, das überzeugt mich nicht. Ich habe was Besseres von Native Instruments oder von einer anderen Firma, was viel, viel teurer ist, aber was einfach besser klingt, mit dem ich lieber arbeite. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Wenn du mit Logic arbeitest und dich noch nicht so gut auskennst, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps,
wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Also unten im ersten Kommentar unbedingt runterladen. Und wenn du dir weitere Videos zu Logic anschauen möchtest, ich habe weit über 100 Videos dazu gedreht. Das kannst du in dieser Playlist hier tun. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Ich schicke dir ganz viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.